Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Herzlich willkommen zu unserem Online-Gottesdienst zum 13. Sonntag nach Trinitatis. Christus spricht: Was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Wir beten mit Worten des 112. Psalms. Halleluja, wohl denen, die dem Herrn fürchten, der dem große Freude hat an seinen Geboten. Sein Geschlecht wird gewaltig sein im Lande, die Kinder der Frommen werden gesegnet sein. Reichtum und Fülle wird in ihrem Hause sein und ihre Gerechtigkeit bleibt ewiglich. Den Frommen geht das Licht auf in der Finsternis, gnädig, barmherzig und gerecht. Wohl dem, der barmherzig ist und gerne leid, der das Seine tut, wie es recht ist. Denn er wird niemals wanken, der Gerechte wird nimmermehr vergessen. Vor schlimmer Kunde fürchtet er sich nicht. Sein Herz hofft unverzagt auf den Herrn. Sein Herz ist groß und fürchtet sich nicht, bis er auf seine Feinde herabsieht. Er streut aus und gibt den Armen. Seine Gerechtigkeit bleibt ewiglich. Sein Horn wird erhöht mit Ehren. Der Frevler wird es sehen und es wird ihn verdrießen. Mit den Zähnen wird er knirschen und vergehen. Denn was die Frevler wollen, das wird zunichte. Er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Thank you.
Lasst uns beten. Barmherziger Gott, du bist Ursprung und Ziel unseres Lobens und Preisens. Und wenn wir dir recht dienen, dann ist das dein Werk. Hilf uns zu tun, was du geboten hast, und überwinde, was uns daran hindert, durch unseren Herrn Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Das Evangelium für den heutigen Sonntag findet sich im Evangelium nach Lukas im 10. Kapitel. Lukas schreibt, ein Gesetzeslehrer stand auf, versuchte Jesus und sprach, Meister, was muss ich tun, damit ich das ewige Leben ererbe? Jesus aber sprach zu ihm, was steht im Gesetz geschrieben, was liest du? Er antwortete und sprach, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deiner Kraft und ganzem Gemüt, und deinen Nächsten wie dich selbst. Er aber sprach zu ihm, du hast recht geantwortet, tu das, so wirst du leben. Der aber wollte sich selbst rechtfertigen und sprach zu Jesus, wer ist denn mein Nächster? Da antwortete Jesus und sprach, es war ein Mensch, der ging von Jerusalem hinab nach Jericho und fiel unter die Räuber. Die zogen ihn aus und schlugen ihn, machten sich davon und ließen ihn halbtot liegen. Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße herabzog, und als er ihn sah, ging er vorüber. Desgleichen auch ein Levit. Als er zu der Stelle kam und ihn sah, ging er vorüber. Ein Samariter aber, der auf der Reise war, kam dahin, und als er ihn sah, jammerte es ihn, und er ging zu ihm, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband ihn, hob ihn auf sein Tier und brachte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Am nächsten Tag zog er 2 Silbergroschen heraus, gab sie dem Wirt und sprach, pflege ihn, und wenn du mehr ausgibst, will ich es dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Wer von diesen dreien, meinst du, ist der Nächste geworden dem, der unter die Räuber gefallen war? Er sprach, der die Barmherzigkeit an ihm tat. Da sprach Jesus zu ihm, so geh hin und tu desgleichen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Ich war in der Unterprima, als mir 1987 auf einem Rampftisch in meinem modernen Antiquariat ein Büchlein in die Hände fiel. Von Walter Scheel, wen schmerzt noch? Juni. Walter Scheel war nun einmal Bundespräsident gewesen und deshalb hat sich die Wahl des Titels Wen juckt Deutschlands Teilung noch verboten. Hätte aber die Stimmung zumindest bei den Nachkriegskindern in der alten Bundesrepublik weitgehend entsprochen. Wen schmerzt noch die Verdammnis? Oder wen beschäftigt noch die Frage nach dem ewigen Leben? Zu leicht lassen wir diese Frage unter den Tisch fallen, wenn wir über den barmherzigen Samariter reden. Ich selbst bin schon in die Falle getappt und habe auch immer wieder Auslegungen dieses Gleichnisses gehört, die die Einleitung des Gleichnisses vernachlässigen, als sei sie nur ein Aufhänger für Jesus, dieses Gleichnis endlich loszuwerden. Aber ich gehe einmal davon aus, dass der Sohn Gottes über den Eitelkeiten des sich produzieren müssen steht und dass er tatsächlich auf die ihm gestellte Frage antworten wollte. Denn ohne diese Frage, ohne die Einleitung, wäre das Gleichnis tatsächlich das, was allzu oft daraus gemacht wird. Ein Einfallstor, um uns Menschen eine moralisierende Gesetzlichkeit unter dem Deckmantel christlicher Verkündigung unterzubringen. Dabei geht es um das ewige Leben oder den ewigen Tod. Was ist ein einiger Trost im Leben und im Sterben? Das ist die Leitfrage für uns Christen. So formuliert sie der reformierte Heidelberger Katechismus. Nicht die Frage, wie soll ich leben und was soll ich tun? Aber wen juckt heute noch die Frage nach dem ewigen Leben? Außer den Sterbenden und ihren Angehörigen. Ich habe es öfters im kirchlichen Kontext erlebt, dass man angefeindet wird, wenn man diese Frage noch stellt und für wichtig hält. Und das ist mir völlig unerklärlich, was an der Frage nach dem sinnvollen, erfüllten, gelingenden Leben in Zeit und Ewigkeit stören sollte. Die Frage des Gesetzeslehrers ist die Frage, was soll ich tun? Und spätestens, weil das auf das ewige Leben zielt, ist sie eingebettet in die Fragen, was kann ich wissen?
und was darf ich glauben? Jesu Antwort war ein Akt der Seelsorge und kein Akt der Gesetzespredigt. Es verbietet sich für mich deshalb, die Auslegung des Samariters auf ein ethisches Gebot, tu Gutes jedermann, zu reduzieren. Oder noch schlimmer, darüber zu predigen, wo haben wir den übersehen, der unter die Räuber gefallen ist und sind an ihm vorübergegangen. Außerdem spricht die enge Verknüpfung dieses Abschnitts in der Heiligen Schrift mit dem, was davor steht, nämlich den Lobpreis des Vaters durch Jesus, gegen eine solche Auslegung. Jesus sagte, alles ist mir übergeben vom Vater. Niemand weiß, wer der Sohn ist als nur der Vater, noch wer der Vater ist als nur der Sohn und wem es der Sohn offenbaren will. Und auf diesen Ausspruch Jesu hin steht der Gesetzeslehrer auf und stellt seine Frage. Also suchen wir einmal das Evangelium in einem Text, der oft genug zu einer Geschichte für Kinder degradiert wurde. Und schauen wir auf die Antwort, die der Gesetzeslehrer aus dem Gesetz, also aus der Heiligen Schrift herausgibt. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft, mit deinem ganzen Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Was kann ich wissen? Was darf ich glauben? Was soll ich tun? Ich kann wissen, dass ich angefordert und gefordert bin, angesprochen und gefordert bin. Du sollst. Und das fühlen alle Menschen. Das fühlen auch die Heiden, das fühlen auch die Agnostiker und die Gottlosen. Jeder Mensch fühlt dieses Du sollst und überlegt sich, was er mit seinem Leben anfangen soll. Und erfüllt dieses Soll, du sollst, mit irgendetwas. Sei es mit, du sollst möglichst viele Sexualkontakte haben oder mit, du sollst reich und mächtig werden. Wir füllen dieses Du sollst in unserer Tradition, in unserer Überlieferung mit, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deiner Kraft, deinem Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Was darf ich glauben? Aufgepasst, jetzt kommt das Evangelium. Ich darf glauben, dass ich einen liebenswerten Herrn habe, zu dem wir in einer engen, ja intimen Beziehung stehen. Denn von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all unserer Kraft, mit unserem ganzen Gemüt, lieben wir Menschen nur, wenn wir verliebt sind, wenn sie uns unendlich nahe stehen. Eine solche Liebe gilt der Partnerin, gilt dem besten Freund, gilt den Kindern. Wenn der, die oder das andere Zahnschmerzen hat, tut mir das weh. So eng soll die Beziehung auch zu Gott sein. Und was sollen wir tun? Unseren Nächsten lieben wir uns selbst. Und noch einmal, warum sollen wir das tun? Um das ewige Leben, wie Luther übersetzt, zu ererben. Man könnte es auch übersetzen, um Anteil am ewigen Leben zu erhalten. Aber wenn ich die Luther-Übersetzung beibehalte, habe ich eine schöne Steinvorlage für das, was noch kommen soll. Im Gleichnis vom barmherzigen Samariter geht es darum, das ewige Leben zu ererben und eben nicht darum, das ewige Leben zu erwerben. Weniger ist wieder einmal mehr, auch wenn dieses Weniger in diesem Fall nur ein kleines W ist. Die aktive Hinwendung zu dem, der unsere Hilfe braucht, versichert uns des ewigen Lebens, macht uns des ewigen Lebens gewiss, unterstreicht und übt die Beziehung zum Nächsten, aber eben auch zu Gott ein. Vertieft die Gleise, die der Heilige Geist uns einprägt. Und den, der unsere Hilfe braucht, den brauchen wir nicht zu suchen, den brauchen wir nicht mit Stricken herbeizurufen, zu ziehen. Wir brauchen nur eins. Da, wo wir leben, hinschauen und nicht vorübergehen an der Not derer, die uns begegnen. Wir müssen nicht ans Ende der Welt pilgern, nicht nach Santiago und nicht nach Mekka. Wir müssen dem Kloster keinen Wald stiften und wir müssen auch unser Karma-Konto nicht ausgleichen. Wir müssen die Augen aufmachen und uns von dem Leben und von unseren Nächsten anrühren lassen. Anrühren lassen von den Menschen, die uns begegnen. Und dann, zur doppelten Freude gilt, wie Busch so schön dichtete, ein Herr warf einem Bettelmann 5 Groschen in den Fäber, das tat dem anderen wohl und dann tat es auch wohl ihm selber. Der eine war er gar so gut,
kann sich von Herzen loben. Der andere trinkt sich frischen Mut und fühlt sich auch gut. Liebe braucht Übung, um zu wachsen und um in uns stark zu werden. Das Gleichnis vom barmherzigen Samariter ist ein Training gegen Glaubensmuskelschwund. Kein Einfallstor für die Moralisierung des Christentums. Das Christentum ist amoralisch. Es gibt kein Gutes, was man tun soll oder gar tun muss. Es gibt ein Gutes, das man tun darf. Aber dafür kriege ich nichts, weil mir vorher schon alles geschenkt ist. Die Gesetzeserfüllung, die gelebte Liebe, auch die gelebte Nächsten- und Feindesliebe versichert uns des ewigen Lebens. Nicht weniger, aber eben auch nicht mehr. Wenn die Frage nach dem ewigen Leben nicht juckt, dem ist nicht zu helfen. Wen sie aber juckt, dem kratzt Christus hier liebevoll den Buckel, wenn er sich bemüht, Gottes Willen zu tun. Und der Frieden Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.
Uns beten. Lieber himmlischer Vater, sei du uns nahe in unserem Herzen, sei du uns nahe in unserem Gemüt, sei du uns nahe in den Menschen, die uns begegnen. Sprich uns an, dass wir einander Gutes tun und dass wir in dem, was wir füreinander tun, spüren und merken, du bist mitten unter uns, mit deinem Segen, mit deiner Hoffnung, mit deinem Leben. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.